What's your name? Ja, moin, meine Fresh and Youth und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir diese Frau hier gerettet vor den Einheimischen hier und diese bringen wir jetzt zurück nach Hause nach Annisburg. So, wir reiten jetzt dort mal hin und schauen mal, was sie uns so erzählt. Okay. Just try to relax now. Oh, gibt gar nichts weiter zu erzählen. Alles klar. Ja, also wir bringen sie mal nach Hause. Der Weg ist mehr oder weniger weit geht. Ich glaube, wir brauchen da jetzt höchstens noch ein, zwei Minuten für, um sie dorthin zu bringen. Ich glaube, wir waren in Annisburg sogar tatsächlich noch gar nicht. Wir haben hier jetzt auch nicht unser Pferd, sondern wir haben hier ein geklautes Pferd. Das heißt, man sieht das auch an der Kondition. Das Pferd ist jetzt nicht das krasseste. Boah, das sind aber Wege hier, du. Das sind aber Wege. Yep. Was springt das Ding denn? Yep. Will uns doch hier nicht gleich runterwerfen, oder? Bursche. Ich gehe es gerade mal ein bisschen langsam an, weil das Pferd ist so ein bisschen aufgescheucht. Hier so durch. Haben wir eine kleine Abkürzung gemacht. So, jetzt können wir wieder durchziehen. Das Pferd hat sich fast komplett erholt. Und ich glaube, da ist das da hinten schon Annisburg? Ich glaube, das ist es schon. Hier sind wir das erste Mal. Das ist auch eher so ein Dörfchen. Keine richtige Stadt. Passt. Und hier gehört sie hin. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Group guys. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Annehmen, oder? Warum denn nicht? Ich meine, wir haben die Mädchen gerettet. Okay. Thank you. That's mighty kind of you. Können ja, das Spiel kann mir ja jetzt nicht erzählen, dass wir unsere. Oh. Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. Dass wir jetzt unsere wie heißt es, unser Ansehen verschlechtert haben, nur weil wir Geld genommen haben. Ich meine, wir haben ihrer Tochter das Leben gerettet. Klar hätten wir kein Geld nehmen müssen, aber sie wollte uns das ja freiwillig geben. Wir haben ja nicht gesagt, geben Sie uns jetzt bitte so und so viel Geld, Dollar, damit ich ihn ihre Tochter überlasse. So war es ja nicht, sondern wir haben es ja so oder so dahin gebracht. Sie hat uns dafür Geld gegeben, weil sie das wollte. Das war eine komplett freiwillige Geschichte. Das ist genauso, wie wenn bei mir jemand im Stream donatet. Ich zwinge niemanden dazu. Jeder kann es machen. Jeder, der Lust hat. Jeder, der lustig ist, kann es freiwillig tun. Und wir haben unser neues Lager. Found a girl. Took her home. Oh, you and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back Who and are you? Drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am him. I ain't her. Any stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery. Oh my God. Kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, She's shoot me! Crazy. She ain't worth it. You told on me! Oh, you're you not betrayed so big now, me! Are you? What? Just calm down.
Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Are we, Your Majesty? You... Damn! She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Ganz ehrlich, hat sie verdient. Wegen ihr sind Lenny und Horsia tot. Und sie wollte am liebsten sogar, dass alle von uns sterben. Gibt's da dran Zweifel, dass sie es verdient hat? Klar, natürlich ist Rache nie die Lösung, aber wegen ihr sind die anderen gestorben. Und was willst du mit der noch? Ich hätte sie jetzt ausgesetzt. Ich hätte gedacht, sie setzen die halt aus, keine Ahnung. Irgendwohin. Aber wahrscheinlich hätte sie es alleine auch nicht geschafft, wäre dann elendig verreckt. Kannst du auch ein schnelles Ende machen. Tja, aber traurig. Traurig. Sie hat die Lenny und Horsia auf dem Gewissen. Sie hätte uns alle auf dem Gewissen gehabt und das hatten wir nicht verdient. Also, hier sind Räuber und Kriminelle. Vielleicht haben wir's schon, hätten wir es schon verdient, aber so, wir gucken mal an, wie wir die Mission abgeschlossen haben. Oh, das war nicht gut. Bringe Meredith innerhalb von 2 Minuten zu ihrer Mutter. Lande 15 Kopfschüsse, schieße die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab, schieße die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Oh, ist ja richtig gut gelaufen. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist jetzt nicht das Wichtigste, das hat nicht so die Priorität. Da stehen neue Pferde im Stall von Van Horn. Zum Kaufen. Ich brauche kein neues Pferd mehr, ich habe schon das beste Pferd, was geht. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal wieder um. Wobei, wir haben die warmen Klamotten schon an, ne? Ich glaube, wir haben eigentlich nichts weiter. Diese Outfits sind gut für durchschnittliche Temperaturen. Wir haben eigentlich kein Outfit, was heiße Temperaturen, kaltere Temperaturen. Wir haben nur für kalte Temperaturen haben wir nur das eine. Also können wir eigentlich gar nicht wechseln, weil ich glaube, wir brauchen ein Outfit für kalte Temperaturen. Aber ich will meinen Hut wieder haben. Tada! Sonnenhut. Gestohlene Hüte. Kopfbedeckung auf dem Pferd. Oh, der ist auch nicht schlecht. Nehmen wir den. Yo! Und dann geht die Mission weiter mit Sadie Adler. Das heißt, wir versuchen jetzt den guten John aus dem Gefängnis rauszuholen. Ja, tragische Geschichte. Schade, dass wir so verraten wurden. Weil im Endeffekt hätte ja vielleicht der Bankraub sogar funktioniert. Muss man sagen. Aber aufgrund des Verrats hat es 2 unserer Kameraden das Leben gekostet. Es hätte sogar noch mehr Kameraden das Leben kosten können. Plus, wir haben kein Geld geraubt. Plus, wir wurden auf eine andere Insel verschlagen. Wir wären fast alle draufgegangen. Ja, also, traurige Geschichte, so verraten zu werden. Ich meine, das war auch noch die Frau quasi von Dutch, die uns hier verraten hat. Ich glaube, wenn sie Ah Gott, das ist schon wieder nur so einer. Als sie die nicht weggeschossen hätte, ich glaube, Dutch hätte es im Endeffekt auch gemacht. Ich glaube, Dutch hätte war kurz davor, seine Waffe zu ziehen und ihr den Kopf wegzupusten. Ja. Mehr oder weniger halt einfach zu Recht. So, warum habe ich jetzt auf einmal so schlechte Werte dort? Mehr durch so schlechte Oh. Fuck. Junge. Warte mal kurz, ich will mal auf der Karte markieren, wo wir hin müssen. Da. Okay. Ja, so sind wir auf dem richtigen Weg, ne? Sprint!
Dieses Pferd ist echt eine Bombe. Guck mal, wie es einfach gar keine... kaum Kondition verliert. Es ist sehr, sehr schnell. Und noch dazu hat es eine wunderbare Kondition allgemein. Also sehr, sehr viel Kondition. Es erholt sich sehr schnell, hat man eben auch gesehen. Kurz eine Sekunde gestrauchelt, beziehungsweise eine Sekunde stehen geblieben. Schon war es irgendwie wieder voll. So. Dann wollen wir mal John retten. Nicht, dass wir noch einen aus unserer Bande verlieren. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze enden wird. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass hier echt alle mit der Zeit draufgehen aus der Truppe. Ich hoffe, ja, dass Arthur das Ganze überlebt. Ich weiß, dass der Hauptcharakter im zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich im ersten Teil, aber der vor... nach diesem Teil spielt, der Hauptcharakter Dutch ist. Also der, glaube ich zumindest, also habe ich so gehört. Also der Teamleader quasi hier in diesem Teil. Ich weiß aber nicht, ob Arthur dort auch existiert oder ob man dort halt ein anderes Team hat und Arthur, der ja eigentlich wie sein Sohn ist, vielleicht dort keine Rolle spielt. Boah, ist das hier neblig. Boah, Alter. He's my husband. I know he's your husband, but it's gonna be... I insist. Insist all you like. Ain't happening. Arthur, tell her. Tell her what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crying sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. Das könnte ein hartes Ding werden. Here goes nothing. The place is surrounded by marshland. Should hopefully give us a bit of cover to move in close enough to find a spot and look for John. This time of day, prisoners probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems Alter, uns geht's gar nicht gut, ne? Warte mal, kann ich irgendwas nehmen? Medizin oder sonst was? Vorrätearzt, nein. Starkes Wunder stellt deine Gesundheit, deine Ausdauer und dein Dead Eye komplett wieder her und verstärkt sie etwas. Habe ich das jetzt genommen oder habe ich das jetzt nicht genommen? Okay, bring us over. Noch haben sie nichts gemerkt. Überleg. Guck mal, es geht immer noch nicht so wirklich gut. Ich esse noch was. So ist gut. Sehr schön. So sind wir wieder topfit für die Mission. Ein Sniper-Gewehr dabei, aber egal. Warte. Oh, der hat eine gute Waffe liegen lassen. Waffe haben.
Wo ist die Waffe? Achso, die Waffe ist hier drin. Da. Warte. Wir nehmen die hier. I think I see him. There's a group in front of that barn, just to our right. Oh, yeah. I see two guards. Okay, take them out, and let's go get our boy. Okay. Beseitige die Wachposten. Okay, come on. I think one of those guards was still moving. So, die laufen weg. Schnell hinter Sadie her. Der Name Sadie, den habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Also bis vor diesem Spiel. Come on, Arthur. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You. Mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Was macht sie? Come on, partner. What? Hat sie ihn einfach so K.O. gehauen? Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson. Andere wollen aus dem Gefängnis raus. Wir gehen in ein Gefängnis rein. Jameson. Ob das die beste Idee ist? Ich weiß ja nicht. Acting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Then let's go, Alter. Up ins Gefängnis. You a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Scheiße, ich kann nicht nach links lenken. Er läuft einfach so dagegen. Irgendwie lenkt das ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das an ihm liegt, dass wir so komisch laufen, aber wir laufen irgendwie immer nach rechts die ganze Zeit. Guck mal, wie krass das nach rechts läuft. Er wehrt sich. Ob die wirklich ein Gefängnis aufmachen würden? Nur wegen einer Person? Was heißt nur? Jeder Mensch ist natürlich viel wert, aber... Aber ein Gefängnis aufmachen mit Kriminellen? Gut, er will nur John Marston, aber... Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11? 12?
13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now hurry up. 18, well, this 18, poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't wanna die. Yeah, I know. Hey. John, hello, you two. Now, no funny business, or Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go! Let's clear these and make a run! Corey! We're gonna die here! Der war gut. Leute, ich bin so low life wegen der Krankheit. Leute, ich bin so low life. Ich will nicht sterben. Nein. Ich muss was essen. Boah, ich krieg so viele Schüsse ab, ne? Lauf! Können wir die von hier noch abschießen? Gib Gas! Da stand schon einer direkt an der Seite. Shit, Digga, du kriegst hier so viele Schüsse ab. So, Kontrollpunkt neu starten. Schade, ich dachte, ich schaffe die Mission vielleicht ohne abzukacken, aber anscheinend doch nicht. Das war knapp, das war die letzte Aufgabe hier.
So, jetzt habe ich's, glaube ich. Ja. Puh, da haben die Schüsse gesessen. You know, I think I liked you better when you was all trussed up like a prize chicken. No doubt. Oh, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. So what the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail all right? She's fine. Was war da denn noch für ein Pferd? She managed to escape when they got Hosea. Hosea? Hä? Ich verstehe gerade nicht, warum da noch ein Pferd stand. All them years, Arthur, he was like family. Yeah, we lost young Lenny too. No, what a goddamn mess. And then we, what about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. The only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me? We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, some caves there. Pinkerton's caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus, maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. Und sein Liebling ist wohl Geld, oder? Hauptsache Geld. Was passiert jetzt? Videosequenz? Told you we would. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then? Arthur, die sind doch eh. I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John, you are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking, and now they may come and hang us all. Die Gesundheit wird nicht besser. Wir müssen echt diese komische Tuberkulose oder wie die heißt, loswerden. Ich weiß gar nicht, was genau ist Tuberkulose? Kann das sein, dass es Fieber ist? Nur Fachbegriff dafür? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Irgendjemand von euch wird es bestimmt wissen. Oh, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Jo. Und wir, oh, schade. Nur Bronze bekommen. Oh, da hätte ich mir mehr erhofft. Wird doch ordentlich Headshots verteilt. Lande bei dem Gefängniswärter und vom Turm aus einem Kopfschuss. Ah, habe ich leider nicht geschafft. Ich habe nur bei einem Headshot verpasst. Gibt dich innerhalb von 2 Minuten 45 Sekunden zum Boot. War ich wohl zu lange. Schieße die Mission innerhalb von 9 Minuten ab. Schieße die Mission mit mindestens 80% genau. Schieße die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Schade. I have you as a friend. Das stimmt. I am your friend. So, aber das war's erstmal mit dieser Folge, Leute. Wir machen in der nächsten Folge dann mit der nächsten Mission weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, jeden Tag um 15 Uhr kommt eine weitere Folge Red Dead Redemption 2. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch daran erinnert. Bis dahin, Leute. Bleibt stabil, haut da rein. Und bis dann. Ciao.